Ich steig mal ganz kurz aus und schau mal eben, ob sich denn hier nicht noch irgendwas Interessantes verbirgt. Denn im Moment ist es ein bisschen ruhiger geworden. Nee, ich denke, wir müssen da hoch. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendetwas finden werden. Und ich war gerade der Meinung, dass ich Schritte gehört habe. Kann man hier die Leiter eigentlich hoch? Nee, wa? Schade, wäre ein schöner Aussichtspunkt gewesen. Da oben brennt es auch schon wieder. Also ich glaube, langsam ist so wirklich hier ein bisschen die Kacke am Dampfen, um es mal ganz gepflegt auszudrücken. So, einmal hier vorbei. Hier gibt es auch nichts, wa? Nöp. Ach ja, das ist kein Gebrauchtwagenhändler. Das, denke ich mal, dürfte ein Schrottplatz sein. Steigen wir also mal aus. Und folgen natürlich erstmal wieder den Pfeilen zur nächsten Hilfestation. Das sieht wirklich zu ruhig hier aus. Guck mal, hier ein alter Ofen, eine alte Küche. Ah, Schrottplätze finden. Ah, Alter! Hab ich mich gerade verjagt? Boah, alter Schwede, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Boah. Mal kurz durchatmen, das kam wirklich gerade echt plötzlich. Aber hier haben wir wirklich nützliche Ausrüstung, die wir wirklich gebrauchen können. Eieiei. Da tauchten die Typen einfach hinter uns auf. Ich meine, ja gut, eigentlich müsste man sich ja fast schon dran gewöhnt haben zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Aber nö, irgendwie kann ich mich daran gar nicht so recht gewöhnen. So, ich guck auch mal natürlich in die entlegensten Winkel, aber hier ist nichts. Das heißt, wir gehen mal wieder nach vorne und schauen mal, was es da so gibt. Auf jeden Fall wieder ein willkommenes Licht. Da strahlt auch etwas ganz extrem hell. Was haben wir denn hier? Oh, lesen. Ja, lesen tun wir doch erstmal. Alle Besucher müssen sich beim Manager melden. Sie müssen einen Haftungsverzicht unterzeichnen, bevor sie das Gebäude betreten. Wenn sie ein bestimmtes Teil suchen, fragen sie danach. Zur Selbstentnahme ist eigenes Werkzeug mitzubringen. Tragen sie Schutzkleidung. Warnung, Schrotthaufen können verrutschen. Gefahrenzone. Ja, das klingt schon mal wirklich sehr vertrauenswürdig. Und ich erwarte ja jetzt gleich, dass hier schon wieder irgendwelche bösen Buben auf uns warten. Aber hier ist ein Jagdgewehr. Alter, du standest doch gerade eben noch nicht da. So, einmal bitte freundliches Licht hier. Ach Mist, da habe ich sogar daneben geschossen. So, das war's. Boah, ey. Also mittlerweile erschrecke ich mich irgendwie öfter, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das bei euch ja anders, aber ich bin ein bisschen aufgekratzt. Batterien und noch mehr Batterien, die können wir schon gar nicht mehr mitnehmen. Boah, ey. Was ist das denn hier? Wieder irgendeine Steuerung? Für irgendetwas? Aber erstmal. Uiuiui, hier gibt's überraschend gute Ausrüstung. Ich weiß jetzt gar nicht, ja doch, ich freue mich darüber, aber ich habe die Befürchtung, dass wir die auch wirklich sehr, sehr bald brauchen werden. So, das lasse ich mir doch natürlich nicht entgehen hier. So, das muss einfach mal sein. Ach, Errungenschaft freigeschaltet, Schausteller, ja, guck mal an. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man dadurch dafür auch eine Errungenschaft bekommt, wenn man diese Dosenhäufchen da quasi abschießt. So, was habe ich denn jetzt? So, du bist entlassen, weil du dich einfach so an unbescholtene Bürger ranschleichst. Ich höre aber doch noch mehr.
Da trappelt doch jemand. Boah, Leute. Macht mich doch nicht so fertig. Hört ihr das? Das ist doch unnatürlich. Ich erwarte echt jeden Augenblick, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Und ich weiß... ja? Ich bin gerade im Licht, hallo. Dadurch bin ich unangreifbar. Sehr schön, der ist auch verschwunden. Boah, Leute. So, was genau ist denn jetzt eigentlich geschehen? Ich habe auf den Knopf gedrückt. Und ja, irgendetwas war... Hier ist noch ein Auto, aber unser altes funktioniert ja genauso gut. Ach, ich glaube, hier ist das Tor aufgegangen. Na, dann wird mir ja schon einiges klar. So, mit einem beherzten Sprung hier rüber, der wirklich ganz phänomenal aussah, bahnen wir uns jetzt unseren weiteren Weg hier durch, der jetzt auch schon irgendwie wieder aufhört. Ich muss mal ganz kurz den Überblick hier behalten. Hier sind, wir sind hier gerade mitten auf dem Schrottplatz. Und da bewegt sich etwas. Eieiei, ich habe keine Lust, dass da irgendetwas auf uns runterfällt, ehrlich gesagt. So, wo müssen wir jetzt weiter? Wo müssen wir weiter? Wo müssen wir weiter? Müssen wir da lang? Da liegt auf jeden Fall noch eine Manuskriptseite. Und da ist Licht. Oh, da... Ohohoho. Manuskriptseite, Revolvermunition, alles Mögliche. Ich stelle mich also gleich mal hier ins Licht hinein. Und ja, wir lesen uns natürlich erstmal die Manuskriptseite durch. Thomas Zanes letzter Tauchversuch. Zane schnitt ihm das Herz heraus, doch es starb nicht. Das Ding, das Barbaras Gesicht trug, säuselte Nichtigkeiten, Zucker vermischt mit Gift. Er zog den Anzug an und band das Monstrum vom Stuhl los. Das Ding in seinen Armen wehrte sich schwach, aber er hielt es fest. Er trat hinaus, vom Pier herab und in das dunkle Wasser. Ein Nadelstich des Lichts, der einem Boden entgegensank, der nie kam. Eine schöne Umschreibung, bei der ich mir wieder mal schon ziemlich gut vorstellen kann, wie das ungefähr gewesen sein muss, als Thomas Zane versucht hat, gegen das Dunkel anzukämpfen, das er wohl selbst erschaffen hat durch dem, was er so geschrieben hat. Wir haben eine erneute Leuchtpistole bekommen und noch mehr krasse Sachen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt mit diesem Generator anschalten, aber hey, das werden wir herausfinden. Auf jeden Fall ist das Licht ausgegangen. Mensch, das verheißt ja wieder nur Gutes. Ah, Alter. Ja, Schrottberge können rutschen, ne? Was haben wir da gehört? Ich steig mal erstmal lieber wieder in das sichere Auto ein. Und dann... Ja, natürlich. Ah. Geh weg. Geh weg. Nein, geh weg. So, einmal hinter dem Ding und da werde ich jetzt auch versuchen zu bleiben. So, ein Kampf Maschine gegen Maschine. Oh, und er wendet. Aber wir haben ihn besiegt. Haha. Ich glaube, ich nenne mein Auto bald Kit. So widerstandsfähig, wie das ist. So, ist hier noch mehr los? Hier wabert auf jeden Fall wieder alles. Die Dunkelheit wartet wirklich, bis wir eine Schwachstelle offenbaren. So, da hatte doch irgendwas... Ach, da blinkt's. Ich traue mich echt kaum auszusteigen, Mann.
Eieieiei. So, beilen wir uns mal ein bisschen und lüften diesen großen Container. Ich steig mal schnell wieder ins Auto, das nicht mehr ganz so heile ist. Alter, noch schneller geht's ja gar nicht, wa? Ich schaue mich ein bisschen panisch jetzt um die ganze Zeit. Genau, weil da nämlich gleich schon wieder irgendwelche Typen kommen, die wir aus dem Weg räumen müssen. Und was ist da besser geeignet als ein netter Kühlergrill? So, ich stelle mich mal hier so hin, weil gleich gibt es wieder ein neues Auto. Das ist auch sehr nett, dass die hier so schön geparkt sind. Sehr schön, ein neuer Speicherpunkt. Und was ist das? Ah, ich dachte fast, da würde noch eine Manuskriptseite liegen. Eieiei, also haben wir den Schrottplatz jetzt auch hinter uns. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nochmal so eine richtige Rundreise machen, hier quer durch die ganze Gegend. Hier liegt auch nichts. Nette Schrottautos, die hier so aufgestapelt liegen. Zum Verrosten verdammt. Liegt hier noch was? Ne. Na gut, dann steigen wir mal in das Auto ein. Und setzen unsere Reise fort. So, ich habe das Gefühl, dass ich so langsam auch ein bisschen besser mit der Steuerung klarkomme. Auch wenn wir mal ein bisschen wie bei einem Rallye-Spiel rumschlittern. Ist da noch irgendwas Besonderes? Nee, scheint's nicht so. Aber hier haben wir den nächsten Checkpunkt erreicht. Zack. Was haben wir hier? Ich glaube, wir können schon gar nichts mehr richtig mitnehmen. Da brennt Licht in der Hütte. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Ja, das stimmt alles. Aber was schon wie ein böser Traum angefangen hat, der muss vielleicht, oder das muss vielleicht scheinbar auch so enden. Man weiß es nicht genau. Wir haben jetzt auf jeden Fall mittlerweile schon 5 Schuss für die Leuchtpistole. Da bin ich ja mal wirklich gespannt, was da noch so auf uns zukommen mag. Wir sollen auf jeden Fall jetzt hier dem Weg folgen. Zumindest laut dieser Aufschrift. Die Truhe hier kann man auch nicht aufmachen. Ne. Na gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ich bin wieder hoch erfreut, hier irgendwie rumlungern zu müssen. Follow. Eieiei. Ach so, also jetzt quasi hier rein. Einmal mit Schwung. Noch ist alles ruhig. Noch mehr Munition, die wir nicht mitnehmen können. Aber, oh, was? Hier kann man was drücken. Uah, einmal ganz schnell klicken, um den Weg hier frei zu machen. Ja, so, geschafft. Huch. Okay.